Okay Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Tiny Craft Attack 10 und heute habe ich mir gedacht, dass ich mal eine kürzere Aufnahme zumindest mache, aber ich werde das mischen mit ein paar älteren Szenen aus anderen Folgen, die dann eben übrig geblieben sind. Das wollte ich ja eh öfter machen, dass mal hier und da eine Folge dieser Art kommt und ich denke, dass es auch mal ganz gut ist, wenn ich extra ein kürzeres Video aufnehme dafür. Ich meine, jetzt trifft sich's eh gut, weil ich gerade nicht mehr viel frei habe auf meiner Festplatte einerseits und andererseits auch nicht viel Zeit haben werde, das zu machen. Dennoch wollte ich jetzt so nach einer Woche mittlerweile wieder eine Folge machen, denn so langsam ist es ja auch nicht mehr allzu lange hin, bis das Projekt enden soll und deswegen muss ich darauf achten, dass ich das hier nicht vollkommen vergammeln lasse, um es mal salopp auszudrücken, aber okay. Ihr seht jetzt als erstes die entsprechenden Szenen der vergangenen Folgen. Ich hoffe, das geht alles so auf. Ich werde schauen, dass ich das entsprechend vorher rausgesucht habe, damit das alles aufgeht, aber macht euch darum mal keine Sorgen. Viel Spaß jetzt mit dem entsprechenden Material. Ja, und ansonsten wollte ich noch sagen, wegen der Render Distance, also das scheint so zu sein, dass auch der Standard-Command, der da eingefügt ist, bei den Profilen, die man schon länger erstellt hat im Launcher, ich habe das ja schon seit Ewigkeiten alles hier bei mir installiert, dass das auch beeinflusst, ob man hier das vernünftig spielen kann. Also die Render Distance war safe, deswegen getoggelt, dass ich, egal was ich eingestellt habe, auf Servern immer nur 5 Chunks oder so sehen konnte und im Nether war es übel schlimm. Das werde ich also auch auf meinem Laptop nochmal anders einstellen, da habe ich es nämlich auch extrem gemerkt. Und dann habe ich endlich mal wieder mehr Optionen, weil ich habe gemerkt, in den alten Versionen geht das natürlich viel besser, weil das da eben noch harmoniert hat oder kompatibel war. Und da hat man endlich mal jetzt den Grund gefunden, aber es ist immer blöd, dass man das random irgendwann entdeckt, wenn der Fehler schon seit einem Jahr oder so besteht. Oder 2 Jahre könnten es auch, ich weiß es nicht mehr, in welcher Version das aufgetreten ist zum ersten Mal. Aber irgendwie das Thumbnail, was ich gemacht habe, das gefällt mir jetzt noch nicht. Na, das eine vielleicht noch am ehesten. Ah, Rizzi ist hier eingebaut, okay. Hey, wo hat denn sich hier Rizzi eingebaut? Das ist ja direkt unterm Berg bei mir noch. Wollte er hier eine Base machen? Nee, das war da drüben schon bei der Höhle direkt. Ich kann ja mal so ein Notfall-Thumbnail machen, falls ich später merke, das andere geht echt nicht. Und da habe ich immer noch eine Ausweichmöglichkeit. Das ist besser, als wenn ich wieder einen extra Stream machen muss, wie neulich in Top Attack, und dann eine halbe Stunde rumfliegen, um irgendwelche Orte zu suchen, wo ich Thumbnails machen kann. Deswegen mache ich das auch mal in den Folgen, weil ich mir sowas ersparen will. Das ist immer geil. So, Shani, warum spielst du eigentlich Tiny Mon 2 nicht so aktiv? Weil ich zu viel zu tun habe. Über Jahre wolltest du dieses Projekt machen, dann ist es da und dann spielst du es nicht. Genau, wie gesagt, zu viel Scheiße zu tun. Haben angefangen, eine eigene Mod zu machen. Okay. Keine Ahnung, woher das kam, aber es kam einfach. Na, ich meine, es wird ja auch noch eine Weile laufen, oder? Denke ich. Ja, aber trotzdem war es schade, weil Shani wollte es schon seit Jahren und der ganze Zeit dieses Pack machen, haben es benutzt, dann spielt er nicht. Das passiert aber bei vielen Sachen. Ja, es passiert schnell. Wollen wir mal umswitchen, anderes Projekt? Ja, wir können noch irgendwie haben wir was. auch Top Attack. Ja, klar. Kannst du mal Snow will immer noch scheiße Ja, ich schon muss Shandy erstmal Snow Village schicken. Ach so, alles klar, gar kein Problem. Okay, an der Stelle wären wir dann auch schon durch mit dem, was bisher so passiert ist. Ich hoffe wirklich, dass das aufgeht. Also, wie vorhin schon gesagt, das ist halt nicht leicht, sich da was einfallen zu lassen. Vor allem ist die Frage, wie viel ist überhaupt bis jetzt zusammengekommen und habe ich schon mehrere Folgen dieser Art hinbekommen, ohne dass ich halt extra eine Anmoderation jedes Mal gemacht habe. Das ist ja in gewisser Hinsicht heute das erste Mal und deswegen auch ungewohnt noch für mich. Was mich grundsätzlich natürlich nicht abhält davon, dass ich das einfach ausprobiere, auch wenn es natürlich die Gefahr gibt, dass das am Ende überhaupt nicht aufgeht und ich mich verschätzt habe mit meinem Eindruck, dass ich nämlich eigentlich jede zweite Folge gefühlt viel zu viel Zeug übrig habe und das locker auf so eine Folge regelmäßig zusammenschneiden kann. Aber dann ist ja auch die Frage, wie viel ist aktuell übrig. Ich muss wahrscheinlich mir direkt eine Markierung machen, dass ich diesen Part als erstes schneide, bevor ich zu den ganzen anderen Folgen komme. Und dann muss ich ja auch die entsprechenden Themen raussuchen, die dann für so einen Zusammenschnitt passen. Denn alles eignet sich da definitiv nicht. Ich habe ja oftmals irgendwelche anderen Themen angesprochen, die zusammenhängen sollen und nicht hier aufgesplittet auf mehrere Folgen funktionieren würden. Deswegen ist da schon Vorsicht geboten und ich
ich muss eher behutsam an die Sache rangehen, aber ich krieg das schon hin, denke ich, mit dem Schneiden. Das ist ja auch noch eine Weile hin und wenn ich mal sehe, wie viel Entlastung ich eigentlich dadurch schon habe, dass ich keine Together-Folgen zu schneiden habe, großartig, kann ich, denke ich, das ganz gut handeln, obwohl ich natürlich auch noch damit klarkommen muss, dass einige wenige Together-Folgen zwischendurch durchaus existieren, bei denen jetzt nicht unbedingt das Problem ist, dass die extrem aufwendig sind, weil die halt echt in der Anzahl eher überschaubar sind, aber es könnte halt ein bisschen Probleme geben mit der Aufteilung. Wenn ich jetzt mit Rieze zusammen aufnehme und dann sind es 3 Minuten zu viel geworden, soll ich extra noch eine eigene Folge daraus machen, also dass man 2 kürzere hat, oder schneide ich das wiederum mit Restmaterial sozusagen von früher zusammen? Dadurch entstehen natürlich auch viel schneller solche Überhangfolgen, nenne ich sie mal. Und da kann es spontan mal sein, dass ich doch mehr Material zusammenhauen muss und so eine Folge wie heute gar nicht mehr möglich ist, weil ich das vorher schon verschossen habe, sozusagen mein Pulver. Von daher ist es durchaus ein riskantes Experiment und ich muss mir vorher am besten echt einen guten Überblick verschaffen, wie die einzelnen Folgen wirklich am Ende aussehen und was übrig bleibt jeweils. Am besten wäre es, wenn ich sehr weit im Voraus wäre mit dem Schneiden. Das heißt nicht, dass ich das jetzt kurz vor der Veröffentlichung hinkriege, sondern schon mit einem ordentlichen Puffer und dass ich auch genug Speicherplatz frei habe auf der Festplatte, sodass ich schon die Renderdateien quasi mir hinlegen kann und alles schneiden, aber noch nicht direkt darauf angewiesen bin, die Rohdateien zu löschen. Da kann ich nämlich im Nachhinein immer noch mal was hin und her schieben, wenn ich merke, oh, da hat sich was verändert oder wie auch immer. Manchmal braucht man diese Art und Weise einfach, dass man eben nicht direkt die Folgen durchrendert bzw. darauf angewiesen ist. Also ich werde schauen, wie ich es mache. Ich muss jetzt erstmal ein Thumbnail suchen für heute noch. Wir waren ja durchaus in der ein oder anderen Gegend, wo wir sonst nicht unbedingt sind, aber ich kenne mich absolut so schlecht in der Welt aus. Also ich habe teilweise gar nicht eine Ahnung, wo muss ich jetzt hin, um die und die Stelle zu finden, obwohl ich das im Prinzip alles natürlich kenne. Aber in anderen Welten geht das bedeutend besser. Ich denke, für den Moment nehmen wir nun ein Thumbnail von hier. Das ist wahrscheinlich auch eine Gegend, an der wir in nächster Zeit etwas mehr arbeiten werden, denn es wäre schön, wenn wir da zum Beispiel terraformen, damit die Stadt am Ende ordentlich aussieht. Ich weiß auch nicht, warum die Leute hier irgendwie alles weggerissen haben, also das so aufgemacht und nichts hingebaut, sodass wir es hier nur mit schwebenden Bäumen zu tun haben. Also das hätte man eigentlich auch anders lösen können, aber gut, ich würde sagen, ich habe jetzt eigentlich schon wieder relativ viel geredet, so viel bleibt dann gar nicht mehr Platz für Material, ne? Da versuche ich gerade ein einigermaßen angemessenes Mittelmaß zu finden, dass ich jetzt hier nicht schon 8 Minuten aufnehme und dann ist nur ganz wenig Platz für den Rest, oder auf der anderen Seite vielleicht nur 2 Minuten aufnehmen und dann macht der Schnipsel den kleinsten Teil noch aus. Das ist ja auch eine schlechte Art, aber ich denke, somit sollte es heute gehen, wenn ich mit diesem Aufnahmeteil den größten Anteil des Videos abbilde. Da ist es auch gerechtfertigt, dass ich das heutige Aufnahmedatum in die Beschreibung schreiben werde, zum Beispiel. Da mache ich mir auch immer noch Gedanken drüber. Also ihr merkt insgesamt schon wieder, wie viel ich mir hier doch überlegen muss, um so Videos hinzukriegen und generell, wie ich die Folgen gestalte. Also ja, könnt ihr ja auch mal euer Feedback dazu senden, wie ihr dazu findet. Und ich würde sagen, ich bin raus. Danke fürs Zusehen und tschüss.